Herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt auf meinem Kanal. Ich spiele heute den Rollercoaster Tycoon 3. Der wurde neu aufgelegt als sogenannte Complete Edition. Das heißt mit dem Add-on Soaked und Wild. Das sind die Expansion Packs, die bereits vorinstalliert sind, wenn man das Spiel an sich installiert hat. Den Rollercoaster Tycoon 3 in der Complete Edition. Das ist ein sehr altes Spiel, ich habe das aber in sehr guter Erinnerung. Ich glaube, dass ich nicht diesen Teil gespielt habe, sondern den Vorgänger vor vielen, vielen Jahren. Zeit also, den Nachfolger auch mal anzuspielen. Die neue Auflage des Spiels kostet 19,99 € im Epic Store. Netterweise gibt es das Ganze aber für eine Woche komplett kostenlos. Das heißt, ihr müsst schnell sein, um das Spiel kostenlos zu ergattern. Wenn die Woche rum ist, dann müsst ihr das Spiel wieder regulär kaufen. Ich wollte noch ganz kurz auf die Grafikeinstellungen zu sprechen kommen. Das höchste, was wir hier einstellen können, ist leider 1920x1080. Und wenn ich das hier mache an meinem 4K-Bildschirm, dann sehe ich links die Bedienelemente im Spiel nicht mehr. Deswegen habe ich das Ganze etwas runter reduziert und deswegen ist das Ganze hier auch in einem etwas seltsamen Format aufgenommen. So viel vorweg. Und ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach mal zusammen in den Karrieremodus starten. Da gibt es insgesamt drei verschiedene Karrieren, nämlich die klassische und jeweils eine Karriere zu den Add-ons, die vorinstalliert sind. Ich starte mit der klassischen Karriere und erstelle eine neue Karriere. So sieht's aus. Das ist der Karrieremodus. Es sind bereits 6 Szenarios freigeschalten. Ich fange natürlich mit dem ersten an, mit den Vanilla Hills. Sie sind der Ausgangspunkt des hoffentlich kometenhaften Aufstiegs zum Rollercoaster Tycoon Status. Können Sie diesen Ort hier zum Hauptthema der Stadt machen? Ihre Bewertung als Anfänger, Unternehmer bzw. Tycoon hängt davon ab. Und wir starten ein neues Spiel in den Vanilla Hills und das dauert einen kleinen Moment und dann setze ich das Spiel auf Pause, um mir mal in Ruhe anzuschauen, was es hier so gibt. Jo, das ist mein Vergnügungspark. Das sind meine Szenario-Ziele. Die Vanilla Hills sind der Ausgangspunkt des hoffentlich kometenhaften Aufstiegs. Bedingungen. Wir brauchen als Anfänger mindestens 400 Besucher im Park. Die Bedingung kann jederzeit erfüllt werden und der Verkehrswert des Parks muss mindestens 20.000 Euro betragen. Wir schreiben den 1. März von Jahr 1. Szenarioziele gecheckt. Hier oben ist die Steuerung für die Geschwindigkeit des Spiels, mein Bankguthaben, die Besucherbewertung bzw. wie viele Besucher sich im Park befinden. Hier ist die Temperatur und das Wetter. Klicken und ziehen. Hier kann ich vermutlich vergangene Systemmeldungen oder Ereignismeldungen nachgucken. Selbstdefinierte Familienhervorhebung umschalten. Interessant. Ich lasse es mal so. So, die Ziele sind klar. Hier haben wir Karten bzw. verschiedene Ansichten der Karte. Karte mit thematischer Szenerie. Karte mit Bahnen, Läden und Einrichtungen und die Personenkarte. Hier sieht man auch eine Legende. Wunderbar, das sind die Karten. So kann man bei großen Parks das Ganze auf einen Blick sehen. Parksteuerung. Terraintransparenz und so weiter, das sind auch verschiedene Funktionen, die sich auf die eigentliche Map hier auswirken. Dann ist hier das Laden und Speichern und Dateienmenü. Hier kommen wir zurück zum Karrierebildschirm. Hier ist die Parkverwaltung. Da finden wir Forschungsszenario-Ziele, Personal, Finanzen, Parkbetrieb. In die Finanzen können wir ja mal reinschauen. Wir müssen den Verkehrswert steigern auf 20.000 Euro. Das habe ich im Gedächtnis. Das ist das Darlehen, was ich aufgenommen habe. Mein aktuelles Geld, der Eintrittspreis. Okay, kostet also nichts, meinen Park zu betreten. Dafür kosten vermutlich die
Geschäfte, wobei ich hier noch nicht so recht rausgefunden habe, wie ich die Eintrittspreise verändere, aber das finde ich bestimmt noch aus. Fahrzeuge, Besuchergedanken, Finanzen, Details. Jawohl, also meine Fahrgeschäfte kosten Geld, deswegen ist der Eintrittspreis für den Park grundsätzlich kostenlos. Irgendjemand hat uns hier schon eine Grünfläche hingebaut, Wege und eine Schiffsschaukel, die 2 Euro Eintritt kostet. Hier unten haben wir noch eine Achterbahn. Die kostet 2,50 Euro. Gesamtgewinn, geplanter Gewinn. Also das läuft. Personal, Reinigungskraft, Parkinspektor, Mechaniker, Finanzen, Parkbetrieb. Hier können wir jetzt eben auch einen Eintrittspreis festlegen und den Park öffnen oder schließen. Land für Park kaufen, Park auf Parkeingang zentrieren. Das ist der Parkbetrieb. Außerdem gibt es hier noch die Forschung, Attraktionen. Das ist zum einen der Hochflieger und zum anderen der Purzler. Die Forschung, Gesamtmonatsbudget. Hier ist auch schon was voreingestellt. Sehr gut. Ich muss hier natürlich erstmal das Menü kennenlernen, bevor ich weiterspielen kann. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Vorgänger gespielt. Dann gibt es natürlich noch Läden mit Speisen, Burger und Eis. Wir schauen mal, was es hier so gibt. Essen, Getränke, Ballons und ja, Erste Hilfe, Geldautomat, Information. Fantastisch. Und da würde ich doch sagen, wir machen hier so eine Fressmeile irgendwie. Zumindest mal mit Burgern. Das ist ganz wichtig, Burger. Und jetzt ist die Frage, kann man das noch drehen? Muss man das noch drehen? Ich glaube nicht, wenn es grün ist. Sollte das doch passen. Ah, verstehe doch. Ich hätte es doch noch drehen sollen. Und zwar Terrainwerkzeug, Wege, Szenerie, Läden und Einrichtungen, Objekte löschen. Dann halt so. Habe ich aber wieder was gelernt. Burger 1, ja. Also, wir platzieren einen Burgerstand, ein paar Getränke, dann schauen wir erstmal, wie das läuft. Mit einer Taste habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie man das Ganze drehen kann. Pause. 1, 2, 3. Getränke. So, und dann ist die Frage, was brauchen wir noch? Vielleicht eine Toilette. Die ist anscheinend von allen Seiten zugänglich, das ist praktisch. Und dann ist noch die Frage, muss ich die Sachen eröffnen? Es ist geschlossen, offensichtlich. Finanzen, Details, Mechaniker, Extras. Betriebskosten, geplanter Gewinn. Anscheinend kann man. Doch, man kann einstellen, was das Zeug kostet. Ich lasse das mal so, wie es voreingestellt ist. Eröffne das Ganze und beobachte das eine Weile. Also, Burgerstand ist eröffnet. Der Getränkestand ebenfalls. Dann gucken wir uns noch die Toiletten an. Die sind auch noch geschlossen. Schauen, wie das hier ist. Interessiert mich einfach, ob das hier was kostet. Details. Eintrittspreis. Kostet nichts. Könnte man aber machen. Machen wir auch. Kostet 30 Cent. Juhu. Das ist doch fair. Und kippen können wir die Ansicht auch.
drehen, indem wir das Mausrad gedrückt halten. Und dann gucke ich mal, was wir noch so im Programm haben. Hier kann ich Zäune bauen, Wände, Dächer und Gebäude, Wegextras, Szenario-Objekte, Fahrtereignisse, Terrain, Oberflächen, Reklametafeln, selbstdefinierte Strukturen, Mixmaster, uiuiui. Das ist zum das Terrain editieren. Terrain, Werkzeug. Na gut. Mit X kommen wir hier jeweils raus. Und dann ist natürlich die Frage, können wir das Ganze hier noch attraktiver machen, indem wir zum Beispiel noch eine zusätzliche Bahn oder ähnliches aufbauen. Hier gibt es die Möglichkeit, Achterbahnen zu bauen, Kinderbahnen, aufregende Fahrten, Wasserbahnen, sanfte Fahrten, Transportbahnen, Wasserrutschen und Bahnen, andere Bahnen und Attraktionen, Streckendesign von älteren Rollercoaster Tycoon Versionen importieren, sehr schön, Schwimmbecken. Gibt es auch Tiere kaufen? Gehege. Wir könnten ja später noch ein Tiergehege bauen. Ich gucke jetzt aber erstmal bei den anderen Attraktionen. Schienenstrecke. Ich habe gar keine Lust, so viel zu bauen im Moment. Wasserrutschen und Bahnen. Einschienenzug, sanfte Fahrten, Scooter, verrücktes Golf. Das merke ich mir mal. Aufregende Fahrten, Wasserbahnen, Kettenkarussell, Enterprise, Luftkatapult, Topspin, Kinderbahn. Ja, Schiffsschaukel, ich denke, die ist so mittelmäßig aufregend. Dann haben wir hier eine Achterbahn. Ich glaube, wir platzieren mal ein klassisches Kinderkarussell. Wahrscheinlich muss man auch hier anstehen und so weiter. Ich platziere das mal hier hinten einfach. Drehen kann man es auch. Bringt aber gar nicht so viel. Ich platziere das mal hier. Dann brauchen wir einen Eingang und einen Ausgang. Der Eingang ist da. Ich komme da schon noch dahinter, wie das alles funktioniert. Ah, hier haben wir den Warteschlangenweg. Das habe ich inzwischen rausgefunden. Gibt es auch hier das Löschen-Tool. Wer sagt's denn? So, das Warteschlangen-Tool ist hier. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch einen regulären Weg. Den baue ich hier hin. Und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Learning by doing. Ich lasse das Ganze mal langsam weiterlaufen. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir die Attraktion natürlich auch noch eröffnen. Es fehlt ein Ausgang. Okay. Um den Ausgang zu bauen, wähle ich hier nochmal meine Attraktion an. Das Karussell, dann auf Details. Hier kann man Farben für die Warteschlangen festlegen, ein Ausgang und so weiter. Das ist der Ausgang. Der Weg ist schon vorhanden und dann sollte der Eröffnung des Karussells jetzt definitiv nichts mehr im Wege stehen. Und dann drehe ich das Ganze nochmal ein bisschen und lasse es langsam weiterlaufen. Und jetzt heißt es beobachten.
erstens, was passiert mit meinem Geld? Das Karussell dreht sich, wunderbar. Und im Prinzip ist die Statistik oder die... Also ich mache auf jeden Fall Profit. So viel kann man, denke ich, sagen. Und das bedeutet, ich kann mich jetzt auf die nächste Attraktion stürzen und das hier einfach mal eine Weile laufen lassen. Das Karussell kommt in jedem Fall super an. Und ich bekomme die Information, dass hier eine neue Attraktion verfügbar ist. Sehr schön. Ich überlege mir aber ernsthaft, ein Tiergehege einzurichten. Tiger, Strauß, Zebra, Panther, Panda, irgendwas Pflegeleichtes am allerliebsten. Eisbären, nee, das ist mir alles zu kompliziert. Da müsste man eine Bahn dafür bauen. Der Einschienenzug, die sanften Fahrten, zum Beispiel das verrückte Golf, Kinderkarussell. Vielleicht ist das das nächste, was ich angehe. Eine Minigolfanlage. Muss man verschiedene Löcher bauen und so weiter. Nee, das ist mir auch schon wieder zu aufwendig. Na, mir wird was einfallen, denke ich. Das Schöne an dem Spiel ist, dass die Besucher einzeln angeklickt werden können. Jeder Besucher hat eine Familie oder eine Gruppe, mit der er da ist, die kann man sich einblenden lassen. Wir können uns anschauen, was er für Pässe hat. Irgendwie gibt es Passautomaten, es gibt Geld. Das heißt, wir sehen für jeden Besucher einzeln, wie viel Geld er hat und wofür er das ausgibt. Wir können ja später auch noch Bankautomaten bauen. Hier sehen wir die Launen der Besucher. Da gibt es Vergnügen, Energie, Hunger, Durst, Übelkeit, Sonnenbrand und Toilette. Übelkeitstoleranz, Zeit im Park, bevorzugte Bahnintensität. Dann haben wir ja, die getragenen Objekte, die Items, sehr schön, die gefahrenen Bahnen. Bisher einmal mit dem Karussell gefahren und einmal mit dem Hochflieger. Dann die Gedanken, die sind auch sehr wichtig. Hier stimmt der Preis, auf geht's, bin in Eile, Park ist echt sauber. Und sonstige Informationen natürlich anonymisiert. Klicken, um Besucher zu verschieben. Klicken, um Gedanken des Besuchers zur Konsole zu senden. Jeder einzelne Besucher wird sozusagen hier simuliert. Und außerdem können wir meines Wissens auch noch an den Fahrten teilnehmen. Und zwar mit Hilfe der Bahnkamera. Das ist das Karussell. Das ist natürlich relativ langweilig, weil es sich halt im Kreis dreht. Die Schiffschaukel könnt ihr euch vorstellen. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist eine Runde mit der Achterbahn fahren.
Das ist auch ganz lustig und das macht auch so ein bisschen den Reiz von dem Spiel aus, dass man da selber auch mitfahren kann, seine selbstgebauten Attraktionen sozusagen ausprobieren kann. Mir hat es Spaß gemacht, ich würde das Ganze hier gerne vertiefen, vielleicht mal bei Twitch, vielleicht in der zweiten Folge bei YouTube. Hinterlasst mir gerne eure Meinung zu dem Thema. Einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like.